Dieses Corona-Jahr war anders. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber es sind so viele Dinge so grundlegend anders gelaufen. Also vor einem Jahr Ostern ohne Gottesdienste und trotzdem mit einer Resonanz, wie wir sie noch nie hatten. Der Krieg war schlimm und Corona ist jetzt so das nächste Schlimme. Denn dazwischen hatten wir ja nichts Schlimmes. Ja, uns geht es ja sehr gut. Ja. Und plötzlich kommt Corona und krempelt natürlich alles um. Natürlich fixieren sich alle auf dieses Thema, auf das Thema Corona. Und immer wenn jemand verstirbt, sagt er als erstes, ja, derjenige ist an Corona verstorben oder sie brauchen sich keine Sorgen machen. Es war kein Corona im Spiel. Also leider ist diese Krankheit so extrem im Fokus. Also das Motto des letzten Jahres hieß für mich besser als nix. Und das Motto dieses Jahres heißt, kann gut werden. Also ich habe das bislang ganz gut weggesteckt, muss ich sagen. Also die erste Welle ging es mir persönlich wirklich auch gut. Mittlerweile merke ich aber auch, dass ich wirklich am Limit angekommen bin. Ich würde sagen, ich habe einerseits das Gefühl, ich werde zu schnell erwachsen. Ich wurde schnell einfach irgendwie ins kalte Wasser geschmissen und musste einen eigenen geregelten Tagesablauf irgendwie hinbekommen durchs Homeschooling. Das muss ich irgendwie selbst alles regeln. Aber andererseits irgendwie werde ich auch zu langsam erwachsen, weil mir einfach diese neuen Erfahrungen fehlen. Ich war am Anfang krank, ich hatte Schnupfen, ich hatte so ein bisschen Grippesymptome, habe dann den ersten Test gemacht, weil ich eigentlich wieder arbeiten sollte und der war negativ. Und dann bekam ich Fieber und hatte 10 Tage richtig, richtig hohes Fieber. Und am Ende dieser 10 Tage bekam ich Atemnot und dann habe ich meine Ärztin angerufen und gesagt, ich möchte, dass mich jetzt jemand abhört, weil irgendwas ist hier gar nicht okay. Und dann sagte sie, nee, nee, also bevor irgendjemand abhören kann, müssen Sie den zweiten Test machen. Und dann wusste ich erst, ich bin positiv. Mein Vater war 14 Tage lang komplett ohne Symptome. Dann bekam ich den Anruf, dass mein Vater vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden ist, weil die Sauerstoffsättigung im Blut nicht optimal ist und man ihn vorsichtshalber an Sauerstoff hängen würde. Und am gleichen Tag nachmittags erreichte mich der nächste Anruf aus dem Krankenhaus, in dem dann gesagt worden ist, wenn ich meinen Vater noch mal besuchen möchte, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, weil man nicht weiß, wie lange er noch leben wird. Ja, so vor ziemlich genau einem Jahr haben wir 2 Wochen vor dem ersten Lockdown unser Restaurant eröffnet, in der Nähe vom Opernplatz in der Innenstadt. Wir beide haben das viele, viele Monate vorher zusammen vorbereitet und hart daran gearbeitet. Und als wir eröffnet haben, war Corona eigentlich nur so ein Wort, was man mal so gehört hat. Und das Thema war noch gar nicht wirklich da, es war bei uns gar nicht auf dem Schirm. Und dann ging es auf einmal sehr schnell und 2 Wochen später war dann auf einmal das Licht aus. Das hat uns dann erstmal ein paar Tage gedauert, das überhaupt erstmal zu verdauen und diese Situation erstmal zu begreifen. Das ist ja nichts, auf was man sich irgendwie psychisch vorbereiten kann. Ich glaube, Schuld hat keiner an der Situation. Man kann jetzt Corona die Schuld geben, aber hätte jemand vor 2 Jahren gesagt, dass wir in einer Pandemie leben und alle mit Masken und hier einen Lockdown geben würde in Deutschland, da hätten wir herzlich drüber gelacht, glaube ich. Also Schuld, glaube ich, hat niemand an der Situation. Also, naja, es ist natürlich tatsächlich so, dass wir ja
auch alle daran mitgearbeitet haben, dass so etwas so passieren kann. Also ich finde, Schuld ist immer so, jeder hat seine eigene Schuld. Ich glaube schon, dass Patienten bereuen oder sich zumindest fragen, warum ich und wie konnte das passieren. Wir wissen natürlich von tragischen Familiengeschichten, wo Kinder ihre Eltern angesteckt haben zum Beispiel. Wir haben uns mit der Schuldfrage auseinandergesetzt in der Familie. Da der Virus durch meine Schwester, die im Altenpflegeheim arbeitet, angeschleppt wurde. Aber wir waren uns alle einig, dass sie da keine Schuld trägt. Sie selber hat vielleicht noch am meisten damit zu tun, mit diesem Gedanken. Aber das konnte sie nicht wissen. Sie hat den Virus höchstwahrscheinlich übertragen, als sie noch überhaupt nicht wusste, dass sie ihn in sich trägt. Thank you.
es gibt natürlich viel Leid auf der Welt und es ist eben leider oft die Schuld von wenigen, die dieses Leid verursachen. Ich persönlich würde sie eigentlich allen Menschen geben, weil sie einfach zu wenig irgendwie aufgepasst haben, wie man das vielleicht auch hätte verhindern können. Es gibt sicher ein paar Wege, mit denen man das irgendwie verhindern könnte. Ich habe jetzt zum Beispiel mit meinen Spätfolgen wirklich nochmal Angst, mich nochmal zu infizieren mit so einer Mutation. Also bei mir ist das gar nicht weg, wenn jetzt jemand sagt, ach, du hast doch Antikörper und es ist doch alles schön. Nein, das stimmt nicht. Meine Angst ist sogar noch gewachsen, dass ich da jetzt nochmal erkranken könnte. Dieses sehr schnell zu merken, manche Leute trifft es richtig hart und manche, ach, die haben sich zu Beginn immer noch gewünscht, mal in Quarantäne zu landen. So, das war ja schick gewesen. Also das Interessante oder so ein bisschen das Traurige war, dass ich manchmal dachte, also das ist ja das, was auch passiert ist, dass man manchmal mit Menschen nicht mehr gut zurechtkam, weil die so anders damit umgegangen sind. Das war ein Teil der Traurigkeit, ne? Dass ich mit manchen Leuten irgendwie dachte, ey, wie tickst du denn? Oh,
in unserem Sprachgebrauch persönlich kommt das Wort Sünde eher weniger vor. Das Wort Moral schon eher. Ja, da hat ja jeder so eine ganz, ganz persönliche Vorstellung zu dem Thema, denke ich mal. Man kann sich angesteckt haben, weil man unvorsichtig war. Das ist dann aber ja nicht die Bestrafung. Man hat Strafe genug, indem man mit der Krankheit dann zu tun hat und sollte dann nicht zusätzlich noch Vorwürfe bekommen. Es gibt ja Predigtreihen des Landesbischofs, wie Corona sozusagen theologisch eingeordnet ist. In meiner Erfahrung ist das nicht das Thema gewesen. Eher die existenziellen Fragen, wo bleibe ich, wie geht's weiter? Ich wäre nicht der Typ zu sagen, so jetzt, klar, ich klag dich an. Also mich machen dann eher so Dinge wütend wie der Maskendeal, also wo ich denke, das ist alles widerlich. Verschiedene Situationen, warum Paare kamen im letzten Jahr, um dann doch die Ehe gerade während Corona zu schließen. Da war durchaus der Sicherheitsaspekt, dass wenn einer vielleicht im Krankenhaus liegen sollte, dass der andere rein darf und auch Antworten der Ärzte erhält. Da waren einige ältere Paare dabei, aber auch mittleren Alters durchaus, ja. Und was ich persönlich ganz schön fand, wir hatten auch ein paar, beides Unternehmer, schon etwas älter, und die haben immer gesagt, wir wollen heiraten, aber wir finden nicht den Zeitpunkt, wann wir unser Unternehmen zumachen können, um diesen Tag zu genießen. Und die haben während Corona geheiratet und das war eine ganz tolle, lustige Eheschließung. Klar, man bekommt das schon mit. Also wir durften viele Sachen nicht machen, wir konnten keine große Party machen zur Hochzeit. Aber dennoch war es so das prägendste Jahr, vor allem für mich auch. Ich will dir mein Herz schenken, sünde dich, sünde dich, sünde dich, mein Herz.
Was zurzeit durch Corona einfach nicht funktioniert, ist die Nähe, die man normalerweise zu einem Menschen, der in Trauer ist, aufbauen kann. Man, wir sind alle soziale Wesen und man muss sich asozial benehmen, man muss auf Abstand gehen. Was wir aber erlebt haben, war die Nachfrage nach Raum, nach Begleitung und nach Berührung. Also das wird mir am eindrucksvollsten in Erinnerung bleiben, dass ich morgens an der Kirchentür stand, sonntags, und eine alte Dame kam rein, desinfizierte sich die Hände und sagte, können Sie mir bitte einmal die Hand geben? Ich habe seit 3 Wochen keinen Menschen mehr berührt. Es ist schon ja, eine bedrückende Situation, wenn man im Krankenhaus ist und überhaupt keinen Besuch empfangen darf. Beistand ist sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, mit der medizinischen Therapie würde ich das an die zweite Stelle auch setzen. Ganz, ganz wichtig. Also Empathie ist für mich die Eintrittskarte. Also ich erlebe, für mich heißt Arbeiten mit den Familien oder mit den Frauen, dass es meine Aufgabe ist, Vertrauen aufzubauen. Und das kann ich eigentlich nur über Empathie. Und das ist etwas, was ich auch im Wochenbett feststelle bei den Frauen, dass das fehlt. Wenn wirklich das Wasser bis hier oben steht, so, dann braucht es eigentlich jemanden von außen, der sie in den Arm nimmt und sagt, ich verstehe dich. Und jetzt lass mal laufen, mach mal die Schleusen auf. Du musst nicht die Harte, die Feste sein, die alles im Griff hat. Ja, wir sind natürlich auch gerade auf der Intensivstation da, Angst zu nehmen. Und Sterben gehört dazu und Sterbebegleitung. Und das ist ja was Positives. Also wir sind ja dazu da, zu begleiten, die Angst zu nehmen, die Schmerzen zu nehmen, die Luftnot zu nehmen. Es ist jetzt in der Pandemiezeit noch ein Stück belastender, weil natürlich Angehörige nicht helfen können. Auch Sterbende können nicht im Beisein ihrer Angehörigen sterben, was ja eigentlich sich jeder wünscht. Das müssen wir dann begleiten. Keiner muss leiden irgendwie. Man kann immer versuchen, ihm zu helfen. Und wenn es nur ein kleines bisschen ist und wenn es nur so ein kleines Stückchen besser wird, das ist ja oft schon viel wert. Also ich war froh, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, von dem Krankenhaus ihn jeden Tag zu besuchen. Das war wirklich hilfreich, auch für das Abschiednehmen, dass man das wirklich, weil man ist nicht zu jeder Zeit eben wirklich in der Lage, einen Sterbenden zu besuchen. Da muss man sich schon ein bisschen, also ich muss mich da jedenfalls schon ein bisschen für sammeln, für sowas. Menschen sind unheilbar religiös, sie haben keinen katechismusförmigen Glauben.
Aber ich glaube, jeder Mensch sucht nach Sinn, nach Dingen, die sozusagen außerhalb unserer selbst sind. Wenn ich in Krisensituationen gerate, dann geht mein Gedanke an Gott, weil ich mir einfach hier auf der Erde nicht zu helfen weiß und habe das Gefühl, dass er mir, dass ich allein schon in dem Moment, wo ich meine Sorgen ihm vor die Füße breite, dass es dann schon besser ist. Ich hatte wirklich Angst zu sterben, das war tatsächlich so. Und irgendwann kam so ein Punkt, da habe ich mich hingegeben. Also, und Hingabe ist ja sowas nicht wie, wirklich wie Aufgeben. Könnte man sagen, ist so ähnlich, war es aber nicht, sondern ich habe mich wirklich wie hingegeben. Und das war dann auch so ein bisschen, ich sag's mal theatralisch, ein bisschen in Gottes Hand gegeben tatsächlich. Diese Hingabe, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich gehe jetzt mit all dem mit, wie es gerade ist. Das ist jetzt auch oft Inhalt unserer Gespräche. Kann man auch verschiedene Dinge akzeptieren, auch wenn sie nicht sofort logisch sind oder sofort erklärt werden. Man geht erst mal ran und sagt, ja, dann ist das so und dann müssen wir weitersehen. Wir fühlen uns keiner Religion und keiner Kirche zugehörig, tragen aber beide den Glauben und die Hoffnung in uns, dass es ein größeres Ganzes gibt. Ja, man muss immer ein bisschen mitarbeiten, dass das Schicksal so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Man versucht ein bisschen dagegen zu arbeiten, aber eigentlich lasse ich es im Großen und Ganzen, lasse ich alles auf mich zukommen. Und ich denke, irgendwie ist das ja auch vorbestimmt, was mit einem passieren soll. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben, weil das dann wäre alles vorbei. Sowohl für einen persönlich als auch für die berufliche Zukunft. Dann, wenn man mit so einer Einstellung was Eigenes auf die Beine stellt in unserem Alter und dann, wenn mal eine Krise kommt oder vielleicht auch zwei, drei Krisen, dann gleich den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh Gott, es geht nicht mehr weiter, dann kann man gar nicht, ich glaube, dann schafft man es gar nicht, morgens aufzustehen. Für mich ist es immer so, man muss doch eigentlich, man hat einen Tisch, einen weißen Tisch, man sieht, was habe ich, was kann ich, was sind meine Optionen. Und dann muss man das Ding neu sortieren und muss gucken, wie kann ich das Beste aus meiner Situation machen. Und kann ich, jammern bringt ja nichts, du kommst ja nicht nach vorne, du kommst ja eher zurück oder kommst in so eine Lethargie oder wie auch immer. Und du musst mit den Sachen, die du vorhanden hast, das Beste daraus machen und andere Wege finden. Ich glaube, die Menschen sind auf sich selber geworfen, weil es so wenig Ablenkung gibt. Man kann abends nicht raus, man kann nicht unter Leute, man muss mit sich selber klarkommen. Und da kommen natürlich manchmal auch Verhaltensweisen, Erlebnisse, Stimmungen hoch, die man gar nicht so gerne hätte. Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst zu reflektieren und vielleicht auch Dinge zu bereuen, aber vor allem daraus zu lernen. Also es bringt einem ja nichts, die ganze Zeit irgendwie zu weinen und denken, ich hätte es mal besser machen können, sondern das irgendwie auf seine Zukunft anwenden und gucken, okay, wie kann ich das irgendwie besser machen? Zu bereuen ist schade, wenn man das muss. Schöner wäre es, wenn man es vorher merkt. Und irgendwas nicht tut.
was man bereuen könnte. Thank you.
ich weiß nicht, ich bin zwischendurch echt aggressiv geworden auf die ganze Situation. Ich meine, man kann ja niemandem die Schuld geben, so. Aber trotzdem ist es einfach super frustrierend. Ich brauche jetzt einfach wieder Struktur, ich brauche wieder einen geregelten Alltag, ich brauche einfach auch wieder diese Schule. Ich habe auch Wut empfunden, ich habe Verzweiflung empfunden auf das alles und auf diese Krankheit, auf dieses Monster irgendwie. Manchmal hatte ich das Gefühl, das habe ich ganz am Anfang schon das Gefühl gehabt, als ich so wirklich akut krank war, hatte ich das Gefühl, es ist ein Monster in mir drin, das mich irgendwie von innen auffrisst. Und das hatte ich dann eben in der zweiten Welle mit den Spätfolgen auch ganz oft, dass ich da verzweifelt war und dachte, okay, das geht hier alles nie wieder und wie soll es denn gehen und so. Ja, natürlich hatte ich das, klar. Ich glaube, jeder sucht der Sinn im Leben und ich glaube, gerade so die Jugend- und Pubertätszeit ist vielleicht auch genau die Zeit, wo man guckt, okay, was ist denn mein Sinn des Lebens? Und ich glaube, Corona hat diese ganze Sache irgendwie schwieriger gemacht. Und ich hoffe irgendwann, dass diese Kinder alle wieder, also dass wir dieses Unbeschwerte irgendwann haben. Wir werden es irgendwann haben, aber im Moment ist es so, vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ja, warte mal den Sommer ab. Im Sommer gehen wir ins Schwimmbad, im Sommer triffst du dich wieder mit deinen Freunden. Und im Moment ist es so, dass ich denke, irgendwann. Also bei uns ist dieses irgendwann, aber ich kann dir nicht sagen, wann irgendwann ist. Ich denke auch an meine Fahrschüler wieder, die jung sind. Das ist ja deren Zeit mit 16, 17, 18. Keine Diskothek hat auf, kein Restaurant. Als ich jung war, das hat man ja immer gemacht am Wochenende. Man ist in die Disco gegangen, man hat was gegessen zusammen, man war im Kino oder im Opernhaus oder im Theater. Ja, aber ist ja alles nicht möglich. Und ich finde, das ist natürlich eine wahnsinnsverlorene Zeit für die Jugend.
Mir hat ein Mitpatient erzählt, wie er erwacht ist und das erste Mal dann wieder die Sonne gesehen hat. Und seine erste Frage war: Lieber Gott, was machst du mit mir? Hier wirklich in Deutschland, wenn man mal in die Welt guckt, leben wir hier auf der Insel der Glückseligen. So gut wie es uns hier geht, geht es den wenigsten Menschen. Und ich habe auch schon ein bisschen was gesehen. Ich war ein bisschen in Afrika unterwegs und habe dort Menschen gesehen und auch Schicksale. Und wir können hier wirklich sehr, sehr zufrieden sein oder sollten zumindest sehr zufrieden sein. Auch ich bin dankbarer für vieles geworden, was man hat, und man vermisst anders. Man weiß Dinge mehr wertzuschätzen als vorher, finde ich. Und ich freue mich über Kleinigkeiten mehr. Also früher so ein Kaffee in der Sonne war sowas Normales. Und heute ist es was Besonderes geworden. Ich habe zum Ende der Reha in Heiligendamm den Dom besucht. Da war so ein ganz großer Dom. Und da wollte ich gerne reingehen und habe eine Kerze angezündet. Und da habe ich das erste Mal in der Form wieder gebetet. Und das war sehr berührend. Auch das ist ja was, was in der Matthäus-Passion angelegt ist. Es ist ja nie nur das, was erzählt wird, die Passionsgeschichte, sondern es ist immer sozusagen die Resonanz des Glaubens, der Seele, auf das, was da als Ereignis in einer fernen Zeit mal geschehen ist. Er hat uns allen wohlgetan, denn
ich glaube, es ist wichtig, mit uns Jugendlichen zu sprechen, in einen Dialog zu gehen, zu gucken, was wir brauchen. Ich meine, wir haben keine Lobby, so, aber es wäre schön, wenn man auf uns hören würde, weil wir einfach die Erwachsenen von morgen sind. Ich bin definitiv auch oft frustriert, aber vor allem in den Abendstunden und auch zwischendurch. Es ist auch so, dass ich in den letzten Monaten vermehrt immer, also das bekommen wir hin, irgendwann ist alles gut. Aber das schwächt natürlich auch mit der Zeit einfach ab, weil es im Moment so, wir sind wie in der Dauerschleife. Und aus dieser Dauerschleife kommen wir nicht raus oder zumindest gefühlt kommen wir im Moment nicht aus dieser Dauerschleife raus. Ich glaube, das ist genau das, was es meint, mit Gott, gegen Gott streiten. Der sagt, mein Gott, obwohl er ihm vorwirft, verlassen zu sein. Das passt eigentlich nicht zusammen. Und es ist sich dieses Festhalten und manchmal auch sozusagen fast ins Nichts greifen, aber mit der guten Vermutung, ich kriege ihn schon zu fassen. So. Und darin ist ja die Matthäus-Passion, wie bei Markus ja auch, sozusagen die schonungsloseste, weil da keine weisen Worte, keine versöhnlichen Worte von es ist vollbracht oder so am Ende stehen, sondern mein Gott, warum? Ihr müsst nicht, ach ja.
Mit Corona sind ganz viele Menschen gekommen, die gesagt haben, wir wollen das jetzt regeln, weil wir gar nicht wissen, ob es einen Morgen gibt. Also es ist diese Leichtigkeit, die auch tatsächlich im Grabstellenkauf vorhanden ist. Es ist vielleicht komisch, aber es wird sehr, sehr viel gelacht dabei. Es ist eigentlich eine sehr schöne, freundliche Atmosphäre. Die ist ein bisschen weggegangen, weil die Menschen doch jetzt eine tatsächliche Gefahr auch vor Augen haben. Durch die Tätigkeit habe ich angefangen, viel mehr davon zu verstehen, was bedeutet der Tod in den verschiedenen Lebensphasen. Also wenn ich alt bin, was bedeutet der Tod für mich, wenn noch ein junger Mensch stirbt, was bedeutet dann der Tod? Und dann kommt man natürlich auch zu dem Gedanken, wie sieht man sich denn selbst in der Situation? Ich glaube, die Krankheit hat meine Einstellung zum Tod insofern verändert, als dass sie mir bewusst gemacht hat, dass ich noch nicht so schnell sterben möchte. Ich gehe vielleicht sowieso mit dem Tod anders um, als andere Leute es tun, weil ich schon sehr früh viel mit dem Tod zu tun hatte. Also auch mein bester Freund ist relativ früh verstorben. Also ich habe keine Angst vor dem Tod oder auch nicht vor dem Sterben. Die Tat oder das Geschehen oder dieses, was Jesus getan hat für die Menschen, das ist sehr groß, aber das ist trotzdem irgendwie, das ist einfach ein großes Unrecht, was da geschehen ist. Und ich weiß nicht, ob es so sein muss. Thank you.
Trauerkultur heißt für mich erstmal, ist es eine Kultur, dass ich den Verstorbenen in Gedanken, aber auch mit Symbolen im Leben halte, dass er nicht vergessen wird und somit immer ein Teil unseres Lebens bleibt. Dieses Lösen von der Situation oder von der Trauer ist natürlich ein Prozess, der sofort beginnt. Und im Laufe dieser kurzen Zeit, die ich die Menschen kennenlerne und auch diese Situation und dieses sich reinmachen davon vielleicht auch stattfindet, versuche ich immer oder versucht man vielleicht mit auf den Weg zu bringen. Und das ist dann letztendlich auch so weit gegangen, dass ich meinen Vater also selbst bestattet habe. Also ich habe dann die Urne selbst in das Grab gesenkt und habe auch selbst die Trauerrede gehalten. Was aber für mich gut war, weil ich dann wirklich, das war für mich dann ein richtiger Abschluss. Am Abend, da es kühle war, ward Adams Fallen offenbar. Am Abend drücket ihn der Heiland wieder. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein
Ich hatte zu Anfang ganz große Angst, ganz, ganz große Angst. Wir wussten einfach zu wenig. Die Bewohner haben eigentlich überwiegend vorm Tod keine Angst, vorm Sterben vielleicht eher, dass sie Angst haben, dass sie Schmerzen haben oder dass sie lange liegen oder wirklich sehr leiden müssen. Meine grundsätzliche Einstellung zum Tod hat sich nicht geändert, nur in der Hinsicht, dass ich weiß, der Tod gehört zum Leben dazu. Ich habe ein super privilegiertes Leben eigentlich gehabt, denn jetzt durch Corona schätzt man das einerseits vielleicht mehr wert, aber andererseits wünscht man sich trotzdem diese Leichtigkeit von früher einfach nochmal zurück. Ich maße mir nicht an, mir zu sagen, was nach diesem Leben kommt, und ich möchte, wenn ich gehe, aus dieser Welt gehen und was getan haben, was auch gut ist. Also für mich ist es eben, weil ich lebe nur einmal. Ich habe das manchmal das Gefühl, viele Menschen vergessen das. Ja, dass sie da so durchs Leben gehen, als wenn es ewig so geht. Aber irgendwann ist vorbei. Lebe, als ob es dein letzter Tag wäre. Jeden Tag. Jeden Tag. Weil du weißt nie, was morgen ist.